Okay, jetzt nochmal. Der erste Versuch ist schiefgegangen, weil ich vergessen habe, den Ton von der Übung wieder einzuschalten. Von der Testaufnahme. So, nochmal von vorn. Ja, wie schon gesagt, nochmal. Kampf oder Flucht heißt die Runde und das ist ja schon mal sehr einladend. Wenn man die Beschreibung liest, die Krieger des Nebelvolkes überrennen das Land, rettet eure Leute und bewahrt sie vor dem grausamen Tod. Sehr einladend. Dann überlegt euch eine Möglichkeit, diese Monster in die Flucht zu schlagen. Ja, sehr einladend, wie schon gesagt. Dann würde ich mal sagen, starten wir auch gleich mal die Runde. Oh, Die das. letzten Sonnenstrahlen des Herbstes begannen langsam dem herannahenden Winter Platz zu machen. Doch niemand bemerkte, dass nicht nur der Winter nahte. Die letzten hastigen Vorbereitungen vor der großen Kälte hatten begonnen. Doch plötzlich legte sich Totenstille über die Stadt. Schafft eure Leibeigenen zu uns auf die Hauptinsel. Hier können sie eine Weile bleiben und sich ausruhen. Schickt, sobald ihr die Brücke überquert habt, einen Dieb zurück, damit er sie sprengt. So halten wir uns die Angreifer eine Weile vom Leibe. Allerdings wird der Winter bald hereinbrechen. Dann hilft uns auch das nicht mehr weiter. Bitte geht zum Hauptmann der Festung und sucht mit ihm nach einer Lösung. Toll. Ja, wie kommt mir? Was sprechen wir nochmal? Ja, bringt mindestens 6 Leibeigene zu eurer neuen Burg. Ja, okay, dann fangen wir mal an. Wir Und erledigen schaffen die das. hier hoch. Kann hier leider keine Gebäude abreißen, obwohl die alle uns gehören. Diplomatie. Ja, die müssten uns eigentlich alle uns gehören, aber naja. Das ist schon mal blöd. Einer eurer Verbündeten wird angegriffen. Oh, das ist sehr schlecht. Oh, das ist doppelt schlecht. Wo ist ein Ari? Lass mal hier ein paar von deinen Freunden hier. Ich bin schon Kann ich hier die unterwegs. Türme? Ja, die Türme kann ich abreißen. Ich glaube, das wäre sogar eigentlich ziemlich gut, weil die machen ja hier oder so alles platt. Und ich glaube, in der Runde, kann ich mich noch erinnern, war Stein ziemlich knapp. Kann ja jetzt auch sein, dass ich totalen Fehler gebaut habe, aber es muss sein. So, dann wie gesagt, die Brücke springen. Boah, was für Massen von Gegnern. Die sollen wir nachher alle platt machen. Also wie gesagt, ich habe üblich keine Runde mehr, worum es hier geht, aber. Schlecht. Hier ist ja alles auch noch Flachgebiet. Ist ja schlimm. Erstmal Kunden. Ari ist auch auf der anderen Seite. Okay. Brücke ist gesprengt, da ist nichts und da ist nichts. Wenn ich die. Das sieht ja richtig übel aus. Ich aber rechtzeitig die Wettermaschine bauen könnte, würde. Da oben ist ja ein Zeitlimit. Das ist bestimmt, wenn der Winter dann kommt. Das ist nicht gut. Jawohl. Na gut, wo müssen wir die hinbringen? Da oben. Für euch doch immer. Okay, hier habe ich dann überall Kontrolle drüber, aber hier ist alles hin. Die machen wirklich alles klein. Verbündeten wird angegriffen. Oh. Ich werde mich Sagen darum die sorgen, dass irgendwas? mein Kalif. Wir folgen euch. Ach so. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, Sidi. Ja, ne? Habe ich denn jetzt irgendwo einen Stein mit? Nö.
Muss ich eigentlich einmal auch einbauen? Ach, Salim hat jetzt angeredet, jetzt folgen die nur dem. Oh, das ist doch auch gut zu wissen. Ach, nett, wir haben auch mal so eine Burg, ist ja schick. Ah, jetzt sind das alles unsere. Ja, dann sprechen wir, die schicke ich gleich zum Holz ab, zum Abholzen. Habe ich denn hier nirgendwo eine Mine oder so? Das ist ja auch nicht gerade toll. Muss es doch irgendwo Minen und alles geben. Ansonsten sehe da etwas schwarz. Okay, da können die wahrscheinlich hoch. Die können dann aber anscheinend auch nur direkt an den Brücken hoch. Alles andere ist hier auch so eher felsig, da muss ich noch gucken. Scheint aber auch eher fels zu sein. Dafür sind wir genau die richtigen. Ja. Wie schon gesagt, ich mag eigentlich keine Runden mit Zeitlimit. Ja, gern. Wie ihr wünscht. Gut, dann reden wir mal mit dem. Bitte unterstützt uns im Kampf gegen das Nebelvolk. Wir mussten unseren Außenposten aufgeben. Doch viel schlimmer ist, dass wir nun völlig von der Außenwelt abgeschnitten sind und auch keinen Handel mehr betreiben können. Wir haben nur noch zwei Haupthäuser. Dieses hier, direkt hinter mir, beherbergt das Militär. Das andere ist östlich von hier. Es ist das letzte Haupthaus, welches Leibeigene beherbergt. Wir benötigen beide Haupthäuser, um unsere Truppen zu koordinieren. Das Nebelvolk hat die Brücke im Osten zerstört. Somit können wir nicht mehr auf die Insel gelangen. Um die Brücke neu zu errichten, benötigen wir jede Menge Steine. Doch hier gibt es keine Steinbrüche. Na. Und wie ich schon sagte, sind alle Handelswege blockiert. Na. Daher sollten wir sehr sorgsam mit unseren Steinvorräten umgehen. Na. Der Bürgermeister von Darmos weiß sehr viel über das Nebelvolk und kann uns vielleicht sagen, wie wir es zurückschlagen können. Eilt euch! Das Nebelvolk wird Darmos schon sehr bald angreifen. Zwei Häuser müssen standhalten. Erneuert die Brücke, sperre ich mit dem Brückenmeister von Darmos auf der östlichen Insel. Super. Und das heißt, die haben das wahrscheinlich so gemacht, dass man auch nicht in Hallen den Marktplatz benutzen kann. Ist ja auch noch schlecht. Und hier ist auch noch eine Senke, wo man gut drauflaufen könnte. Das ist zusätzlich schlecht. Hier sind keine Mineralien oder Stein. Moment mal, ich kann ja gar keine neuen, Leibeigenen herstellen mit der Burg. Wenn Gott es so will. Muss ich die jetzt erstmal alle auf Erkundung schicken. Und mit denen muss ich Stein sammeln und nicht Holz. Der Sommer kehrt zurück. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Aber gern. So, jetzt müssen wir erstmal überall die Steine machen. Ich habe nur 10 Leibeigene. Das ist echt unpraktisch. Kann man mal so sagen. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Oh komm. Ey, das steht eine Stunde noch was. Die haben hier voll wenig Verteidigung. Wie soll ich denn da so schnell rüberkommen? Hallo? Außerdem muss ich da erstmal eine Architektin. Stube hinbauen, das kostet auch nochmal 400 Stein. Ich brauche ein paar Steinmetze, die jetzt hier mir mal ein bisschen zur Seite stehen. Wo baue ich denn das am besten hin? Alles zugebaut, ey. Kann doch nicht wahr sein. Von wo holen die denn jetzt ihr Material eigentlich?
Von der Burg da? Nee. Kein Problem. Ihr könnt hier Stein abbauen. Wie viel Stein ich brauche. So eine Brücke kostet 1000 Steine. Und so eine Architekten... Oh, ich hab 1000 Steine. Bloß die Architektenstube, die kostet... Oh. Oh, ja. Ziemlich viel. Ja! Ich hoffe, die halten mal länger stand. Ist das übel. Ja, mein Herr. Da hinten scheint was zu sein. Aber da kommen wir nicht rüber. Sieht aus nach einem Steinbruch, okay? Seht nur, gucken. Es klart auf und wird wieder... Dario, guck's mal nach dort hinten. Ja. Ist ja trotzdem eine sehr ungünstige Situation, die man hier so hat. Soll es sein. Da ist eine Mine, das habe ich gesehen. Die enthält vielleicht wahrscheinlich Schwefel. Weil ja, Lehm hat... Nee, Lehm. Lehm? Lehm. Eine verschüttete Lehmgrube. Und tritt in eure Dienste. Also ich muss echt verhindern, dass der Winter kommt. Immerhin könnt ihr hier überall durch. Das kann ich gar nicht alles absichern. Vor allem nicht mit so wenig Steinvorräten. Das ist schlimm. Soll ich denn das hinkriegen? Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Brückenarchitekt beginnt mit... Na, sehr Arbeit. Schön. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Flieg! So gut ich kann. In Ordnung.